sein zu dürfen und die Gelegenheit zu haben, einen kleinen Ausschnitt aus meinem neuen Album vorzustellen. Ein paar Tage ist es jetzt auf dem Markt. 14 tolle Schlager zum Mitmachen, zum Mittanzen. Tanzen ist ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Thema. Viele junge Leute wollen wieder auf den Schlager eben auch tanzen. Es gibt viele Lieder, die ja, einen so einfach mitnehmen, einfach zum Mitsingen, zum Mitmachen, so wie man es eigentlich auch im Schlager gewöhnt ist. Es gibt einige wunderschöne Balladen drauf, wo man sich einfach nur mal so zurücklehnt und auf den Text achtet. Ja, also wirklich ein tolles Album. In der letzten Woche in die Charts eingestiegen auf Platz 40. Also bin ich unheimlich stolz. Das ist richtig klasse und dafür bin ich auch ganz, ganz dankbar. Eine tolle Sache auf diesem Album ist natürlich unser Duett. Das Duett mit meiner lieben Freundin und Kollegin Niki. Kennt ihr die Niki noch, ja? Ja! Ja! Das bayerische Cowgirl. Die Zeitungen haben geschrieben, Patrick Lindner hat Niki aus dem Dornröschenschlaf wach geküsst. Das bayerische Cowgirl sattelt wieder auf. Ja, wir haben eine tolle Zusammenarbeit. Wir kennen uns schon fast 30 Jahre. Und ich kann sagen, Niki ist immer noch genauso drauf wie damals. Sie ist so eine quirlige, lustige Person. Und mit ihr macht es einfach riesengroßen Spaß. Vielleicht habt ihr ja in der letzten Zeit einige unserer Fernsehauftritte gesehen, die wir gemeinsam hatten, bei Volle Kanne zum Beispiel oder so. Ja, es macht einfach richtig Spaß. Leider kann Niki jetzt heute nicht da sein an diesem Faschingsdienstag. Ja, aber den Titel, den habe ich natürlich mitgebracht. Ich habe ihn auch alleine, solo aufgenommen, wenn ich mal allein ohne Niki unterwegs bin. Und vielleicht kennt ihr ihn schon. Er heißt ganz einfach Baby Hollywood. Ja, dieser Titel hat eine ganz besondere Bewandtnis, denn ich darf im nächsten Jahr mein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Also ich kann es oft selber gar nicht glauben, wo die Zeit geblieben ist. Ja. Vielen Dank. Ja, 1989, da ging sie damals auf die kleine Tür zum Paradies und wurde für mich ein riesengroßes Tor ins Musikgeschäft hinein. Und darüber bin ich natürlich unglaublich dankbar. Und zu diesem Jubiläum nächstes Jahr feiern wir natürlich das ganze Jahr über und auch unter anderem mit einer wunderschönen Kreuzfahrt, die wir begehen. Es war ein Wunsch von mir, um den ganzen italienischen Stiefel herumzufahren mit dem Traumschiff, meine Damen und Herren, mit dem Traumschiff, wo ich vor 20 Jahren meine Traumschiff-Folge auch gedreht habe, auf der MS Berlin. Wir fahren 10 Tage lang, wie gesagt, um Italien herum. Wir gehen nach Rom, wir gehen nach Capri, nach Sizilien, nach Sardinien. Dann geht es um den Stiefel unten rum und wir fahren die ganze Adriaküste bis nach Venedig. Und es ist eine tolle Reise, eine Jubiläumsreise. Wir haben hier Flyer ausliegen, vielleicht hat der eine oder andere Interesse daran. Die Niki wird auch mit dabei sein und wir machen natürlich ein super tolles Musikprogramm auch an Bord mit vielen tollen Ausflügen. Ja, Italien, das ist immer so ein Highlight. Ich liebe dieses Land und ich glaube, wir alle fahren immer wieder gerne dorthin. Und deswegen darf es natürlich musikalisch auch nicht fehlen. Der nächste Titel, der heißt ganz einfach Sole, Vino und Amore. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch, Patrick, wenn es 11 Uhr morgens so voll ist, da muss der Künstler sehr bekannt sein. Ja, das ist wirklich.
heute an diesem Faschingsdienstag wirklich also eine tolle Geschichte, so gleich abzufeiern. Und morgen ist ja übrigens Valentinstag. Ja? Vielleicht braucht ja der eine oder andere noch ein Geschenk. Man verschenkt ja eigentlich Blumen am Valentinstag. Ich habe mir ein blumiges Hemd angezogen. So kann man vielleicht einen musikalischen Blumenstrauß verschenken an einen lieben Menschen. Ja? Ja, und nächstes Jahr hast du ja schon ein 30-jähriges Blumenjubiläum. Ja. Also wenn ich so auf der Autofahrt den ersten Tag zum Künstler fahre, dann schaue ich natürlich auch immer, was kann man über ihn berichten. Bei Patrick Linter wusste ich natürlich, ein Traumschiff hat er viele Jahre mitgespielt, als Showmoderator und viele, viele Jahre erfolgreich als Sänger. Dann schaue ich in die Biografie und sehe, nächstes Jahr hat er sein 30-jähriges Blumenjubiläum. Also wenn man heute DSDS schaut, wenn die 30 Tage schaffen, denke ich glücklich, und du schaffst es 30 Jahre. Aber da ist so ein Publikum. Da ist natürlich meine Frage, wie hält man das so lange erfolgreich durch? Was ist dein Geheimnis, um wieder so ein tolles Album neben deinem Leben hier auf den Markt gebracht? Dieses Publikum, das ist mein Geheimnis, ja. Meine vielen, vielen Fans, mein Publikum, das ist das, was mich so munter aufrecht erhält im Musikgeschäft. Ja, klar. Und da freuen wir uns, ich denke, wenn alle Zugabe rufen, bekommt dann eine Zugabe. Ja, natürlich. Kommen wir mal synchron das versuchen, ich stimme mal zu. Also auch noch eine Besonderheit aus diesem Album. Es ist ein Titel aus den 70er Jahren, ein riesengroßer Hit. Ich weiß, dass ihr ihn alle kennt. Ja? Und es soll eine kleine Erinnerung sein, eine kleine Hommage an einen ganz lieben Kollegen, der uns leider letztes Jahr viel zu früh, wie ich meine, verlassen hat. Es dreht sich dabei um Chris Roberts und um einen seiner größten Hits. Ich bin verliebt in die Liebe!